Leute, wir gehen rein in das neue Video von Candy. B-Log, endlich YouTuberin, besucht mich im Real Life. Flauschi, okay, sehr krass. Leute, der erste Vlog von Candy. Man weiß ja nicht, wie Candy aussieht. Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ding mal an. Ich bin gespannt, Freunde. Abfahrt mit dem Video. Let's go. Heute kaufen wir ein 120.000 Euro Auto. Wir werden Flauschi treffen, ihr Geschenk übergeben und sogar Kart fahren. Wie reich ist Candy? Ich werde Flauschi pranken. Und er hat eine Rosé Daytona Rolex. Er hat eine 30.000 Euro Rolex an, kauft sich ein 100.000 Euro Auto und trifft Flauschi. Candy ist reich, Leute. Hä? Aber Candy, wie der Tag angefangen reich. Hat, das seht ihr jetzt. Candy ist einfach zu reich, Leute. Fake bestimmt. In diesem Vlog wird es wieder richtig gefährlich, denn unter anderem kaufen wir ein 120.000 Euro Auto. Wir werden sogar Kart fahren und Flauschi besucht uns. Aber Leute, ich muss leise sein, ich fahre im Uber mit. Und Leute, ich habe einige Sachen dabei, die uns den Tag über begleiten. Zum Beispiel hier so Prank-Artikel. Und wenn ich am Ende des Videos Flauschi abholen, werde ich dir diese Sachen geben. Oh oh. Bevor es aber richtig losgeht, muss ich noch einige Sachen besorgen und jetzt sollte ich wirklich... Das Ding ist, Flauschi habe ich ja auch noch nie gesehen. Sieht man Flauschi da? Das würde mich auch interessieren. Denn ich habe zwar schon diese, ich weiß ja auch nicht, wie Flauschi aussieht. Aber Leute, dafür, dass Flauschi diese 4 Stunden Flug auf sich nimmt, kriegt sie natürlich noch Geschenke von mir, ist doch klar. Also hat sie ein Budget von 100 Euro. Wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt, lasst mir ein Abo da, Leute. Und das ist todesunangenehm, in der Öffentlichkeit Videos zu machen. Das kann ich euch ehrlich sagen. Ja, jetzt weiß man, alleine wie das deswegen ist, schon mal ein Like. Ich bin extra in so einen besonderen Laden gefahren, um Flauschi ein Geschenk zu kaufen. Und sie haben hier wirklich alles. Also her mit dem Korb. Als erstes werde ich hier einen Schlüsselanhänger kaufen, aber ihr Namen gibt's leider nicht, deswegen nehme ich einfach irgendeinen. Dann noch hier so eine Barbara. Pinke Cola, okay? Und dann hatte ich noch was zu sagen. Er kauft einfach nicht, nur pinke Sachen, aber ich bin sehr nervös, Leute. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Wie sage ich? Ey, aber warte mal. Das heißt, Candy hat's auf ein Date mit Flauschi geschafft. Läuft bei Candy. Ich überhaupt, hallo, ich weiß gar nichts, aber was ich weiß, ist, dass sie so ein Sitzkissen braucht. Ja, das passt sehr gut. Und weil sie ihren Hund mitbringt, natürlich sowas noch. Bei Candy läuft es nur wegen dir. Candy hat auf jeden Fall durch, nicht nur durch mich, auch durch Stani und durch uns andere YouTuber, wie auch Wife oder so bei der YouTube-Insel, halt bestimmt auf jeden Fall einen Push bekommen, müssen wir nicht drüber reden. Aber, was man sagen muss, Candy ist auf jeden Fall ein sehr fleißiger Typ, der zieht auch immer durch, ist immer live, macht immer Videos, dies, das, Ananas, deswegen, er hat auf jeden Fall einen Push bekommen, aber... Ich würde nicht nur sagen, dass es bei ihm läuft wegen mir. Das würde ich nicht gehen. Er gibt sich auch, er macht auch selbst sehr viel, muss man sagen. Leute, ich kaufe für 100 Euro Sachen für Flauschi. Wenn ihr ihre Reaktion sehen wollt, bleibt bis zum Ende dran. Das war alles gewesen und ich bin auf ihre Reaktion echt gespannt. Leute, es fängt einfach an zu regnen. Ich muss jetzt aber ganz schnell nach Hause, weil ich gleich noch einen Termin habe, denn ich kaufe mir ein neues Auto. Alter. Was ist aber für ein Auto? Das werdet ihr in einem anderen Video erfahren. Hä? Ah, endlich zu Hause. Und ich wollte nur ein, zwei Sachen holen, denn jetzt gleich bestelle ich mir mein neues Auto. Name leak. Ich habe den Namen doch schon mal geleakt. Ihr wusstet den Namen doch schon. Warte mal, ich will hier mal kurz den Chat aufmachen. Ich finde das irgendwie cooler, wenn man den Chat sieht. Aber ich muss den dafür kleiner machen. Der ist hier noch so groß. Ich habe das hier noch so groß alles eingestellt. Okay. Und... Und weil Flauschi gleich landet, müssen wir direkt los, Leute. Keine Zeit verlieren, let's go. So, ich fahre jetzt los, aber welches Auto ich mir genau kaufe, das kann ich natürlich nicht verraten. Erzähl aber wahrscheinlich werdet ihr es gleich Ferrari. Im Autohaus erkennen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um zu sehen, wie ich Kart fahre mit Flauschi zusammen. Das wird auf jeden Fall sehr krass. Denn alles und bleibt auch dran, wenn ihr Flauschi sehen wollt. Also Flauschi kommt, ein Auto wird gekauft und Kart die werden fahren. Natürlich was auch machen sehen. Die denn alles? Okay, Leute, wünscht mir Glück, ich gehe jetzt rein. Und man erkennt unschwer, um was es sich handelt. Oha. Okay, Leute, jetzt muss ich mich echt beeilen. Es ist schon sehr spät. Candy kauft und jetzt hole ich Flauschi ab. Es ist soweit. Let's go. Ui, wie viel verdient okay, Candy Leute, denn ich mit bin YouTube da. Hier mittlerweile ist der schon? Flughafen. Sieht man sie vielleicht hier schon irgendwo? Alter. Guck schon mal. Da links ist... Candy ist richtig rich, Leute. Da rechts ist sie. Nee, er ist rich, rich. Ja, ich werde sie aber finden. Aber ich glaube, sie ist noch gar nicht gelandet. Ich bin viel zu früh da. Okay, Leute, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Ich bin einfach da. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann Flauschi treffe. Und heute ist es soweit, denn ich bin am... Steht das da? Nein, doch da. Cristiano Ronaldo Flughafen. Alter, check dir das nach. Cristiano Ronaldo wurde da der Flughafen. Okay, Leute, hier kommen eigentlich immer alle an. Also wenn niemand schon mal auf Madeira war, dann weiß er das. Hier kommen immer alle da vorne raus. Ich bin so gespannt. Gleich kommt sie einfach her, hä? Ich kann es selbst kaum glauben, aber wir warten mal ab. Vielleicht hat sie mich auch geprankt und sie kommt gar nicht. Das wäre ein Prank, der zu weit geht. Das wäre echt ein Prank, der zu weit geht. Flauschi hat mir geschrieben, ich soll beim Auto warten, weil hier das unangenehm ist.
Naja, dann ab zum Benz. Hä, das ist doch viel unangenehmer. Jetzt muss sie diesen ganzen Weg lang laufen. Ich drehe mal die Kamera, wartet mal. Nämlich muss sie von da ganz hinten hier komplett lang laufen bis zum Auto. Alles das ist doch Blitzi. Viel unangenehmer. Ja. Ich gucke ihr gleich drei Blitzi. Minuten in die Augen, bis sie bei mir ist. Okay, Leute, während ich warte, hat Flauschi geschrieben. Ich hoffe, man sieht es. Bin in einer Minute da, hat sie geschrieben. Oh, Alter, und jetzt wird's wie wirklich sieht Flauschi ernst. Aus? Da vorne kommt die einfach, aber ich sehe sie noch nicht. Ich hoffe, wie dass sieht ich Flauschi nicht aus? Wir sehen sie jetzt. Schon. Aber hier vorne müsste sie irgendwo sein. Wir haben noch so viel vor. Wir wollen einfach Kart fahren und die weiß davon noch nichts. Und die Pranks, wartet mal. Denn als erster Prank kommt das hier, ein Handbuzzer. Das habe ich einfach so in der Hand und wenn ich ihr die Hand gebe, was halt eigentlich unnatürlich wäre, aber ich gebe ihr die Hand, das ist schon mal komisch und dann kriegt sie einfach eine gewischt. Das fällt dir auch irgendwie gar nicht auf, das Teil ist ja voll unauffällig. Candy, du bist der Prankmeister. Ich bin sehr gespannt. Oh, oh, okay, okay. Da ist sie. Oh, oh. Da Candy, ist sie, Leute. Der Prankmeister. Wie läuft die denn? Warte, ich zensiere einfach hier. Hä? Das ist, also, wenn das nicht flauschig ist, hört sie an. Die Haare. Hä? Jo! Okay, was? Nein, wartet, wartet! Oh, oh. Yo, Candy, was geht? Hallo, Flauschi! Hallo! Hä? Was ist das? Nix, hi, hallo! Du kannst dein Gepäck einfach hier in den Kofferraum packen. Wo ist dein Koffer? Digga! Flauschi hat einfach pinke Haare in echt? Oh, ich hab hier mein Gepäck! Was ist das denn? Das ist mein Flauschi auch eine Rolli? Alter, beide Rolex, Porsche? Lieblingsrucksack. Hä, was ist da drin? Läuft auch bei Flauschi sehr gut. Ich hab meine Kazoo mitgebracht. Was redest du? Ey, Bro, was? Das ist alles, was ich dabei habe. Okay, Flauschi. Ja? Hallo, ich sitze hier mit Flauschi. Hallo, ich will nach Hause. Also nach Hause fahren wir jetzt nicht, Flauschi. Wir fahren jetzt nicht nach Hause. Und zwar werden wir jetzt, kannst du raten, was wir machen? Nach Hause fahren? Nein, wir fahren Kart fahren. Woher wisst ihr denn, wie Flauschi aussieht, Live-Chat? Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Woher wisst ihr das denn? Mann. Ich hab das noch nie gemacht. Also ich weiß. Ja, egal, aber. Leute, ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste, ich weiß wirklich nicht, wie Flauschi aussieht. Wie Candy aussieht, muss ich euch ehrlich sagen. Ganz ehrlich, ich hab Candy schon mal gesehen. Ist aber länger her. Aber Flauschi weiß ich gar nicht, wie sie aussieht. Das wird schon klappen. Kann ich meinen Rucksack mitnehmen und meine Kazoo? Ja, kannst du machen, hä? Okay, Leute, wir werden jetzt Kart fahren. Flausch, ich hab hier sogar noch was für dich und zwar hier so Chips. Oh, ich hab richtig Hunger. Okay. Ich hab das ganze Flugzeug noch nicht gegessen. Das ist ein bisschen zu, ist so besonders. Hä? Oh mein Gott. Hä? Krieg das nicht auf? Candy, krieg das nicht auf? Helf mir mal. Ich krieg das nicht auf. Ja? Mach die doch auf, gib dir mal Mühe. Ich krieg's nicht auf. Das ist doch schon wieder ein Prank. Okay, wenn du jetzt schon keine Chips willst, dann nimm wenigstens einen Kaugummi. Ja, okay. Komm. Au! Candy, Junge! Was ist das hier alles? Candy ist einfach der Prankmaster. Was soll das? Bro, Candy ist einfach einer von Prank Bros geworden. Checkt ihr das? So, ja, ich hab dich geprankt. Wie in Minecraft. Als sie zu weit ging. Willst du Kaugummi? Das ist ja, ich gerne. Zu weit ging schon wieder. Ich nehme gerne Kaugummi, Flauschi. Ah, gerne. Ja, 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 live Chat. Hier ein Kaugummi für dich, gerne. Ja. Ah! Okay, Flauschi, ich gebe dir die Kamera. Pass auf die Spiegelung auf. Ich will mich Hallo, Leute. Flauschi. Da seht ihr, Leute, bei Flauschi läuft es doch nicht so gut. Sie hat kaputte Hosen an. Die Rolex war nur Tarnung. Leute, hier bin ich. Und hast du nicht auch einen Führerschein? Du kannst selber fahren. Weiß ich nicht. Du kannst auch fahren, wenn du willst. Ich habe mir heute ein neues Auto geholt. Wie, weißt du, ja? Was für eins? Ich habe dir schon lange nur Fotos alles geschickt. Ja, ja, ja. Wir können ja das die Tage abholen, immer ein Video, alles drum und dran und dann, yeah, yeah. Okay, yeah. Also fahren wir jetzt zum Kartfahren. Warte mal, ich habe die Karte gar nicht. Oh. Ich finde es aber schade. Warte, ich habe den Chat zugemacht. Ich finde es aber schade. Flauschi hat ja wirklich pinke Haare. Candy trägt aber keine Regenbogenklamotten. Finde ich schade, Leute. Candy, du wolltest ohne zu bezahlen abhauen? Wir kommen hier nicht raus, das ist eine Schranke. Oh, genau. Schranke, das ist hier, Kamerakind, Leute. Flauschi. Ja, okay, wir wohnen jetzt, ja, ja. Kann man hier überhaupt YouTuber mit Euro bezahlen? Natürlich, Mann! Junge! Läuft das jetzt? Okay, Candy, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt Kart! Ah! Kart fahren! Nein, wir hätten hier links gemusst. Oh, Mann, ey!
an. Ich drehe jetzt um und dann werden wir Kart fahren. Und Flauschi! Ja? Ich habe Geschenke für dich dabei! Ah, Geschenke! Aber gibt's da was zu trinken? Weil mir ist echt warm. Ja. Das ist aber voll weird, die beiden irgendwie so in echt zu sehen mit der Stimme, ne? Findet ihr das auch? Ich denke die ganze Zeit, das ist so ein Minecraft-Video. Können wir uns kurz Flugzeuge angucken und dann gebe ich dir deine Geschenke. Okay, Flauschi, jetzt kommen die Geschenke. Wir stehen nämlich hier an der Start- und Landebahn. Vielleicht schaffen wir es sogar ein Flugzeug zu erwischen. Ja, ein schöner Ort da. Magst du Schiffe oder Flugzeuge lieber, Flauschi? Flugzeuge. Kann ich dir während des Vlogs ein paar Fragen stellen? Warum? Oh, okay, wir werden gleich noch ein Interview machen und Kart fahren. Aber jetzt kommen die Geschenke. Also, Flauschi, und zwar bekommst du eine Among Us-Figur. Ah, richtig gut, die habe ich schon aus deinen Vlogs gesehen. Das ist originales Candy-Material. Hast du eigentlich ein Barbie-T-Shirt an? Ja. Okay, und was haben wir hier noch? Das hier ist ein Sitzkissen für deinen Stuhl. Weil ich einen Kindersitz brauche? Nein, das ist ein Sitzkissen einfach nur. Hier habe ich eine pinke Mädchen-Cola. Aufmachen, aufmachen. So, Taste-Test. Erstmal Geruchstest. Das schmeckt bestimmt süß, Leute. Richtig eklig. Das ist bestimmt so purer Zucker, das Zeug. Das riecht so süß. Stimmt, Candy, warum hast du Flauschi keine Kekse mitgebracht? Süß wie du. Denk doch mal nach, Candy. So. Das schmeckt nach Badewasser. Lass mich auch mal probieren. Leute, ich probiere dieses Wasser. Nach Badewasser. Benutztes. Hoffentlich kein benutztes Badewasser. Und jetzt das nächste. Und zwar habe ich mir gedacht, ein Schlüsselanhänger in Pink. Ja? Ja? Du hast gelesen, was da drauf steht, oder? Ja. Da steht Barbara drauf. Ich heiße nicht Barbara. Ja, okay. Ich heiße Dorothea. Okay, dann wohl nicht, okay? Ein Lolli. Oh, auf den habe ich richtig Lust. So, und jetzt will ich Kart fahren. Da kommt ein Flugzeug. Spaß. Prank. Nämlich die Kartbahn, das habe ich gar nicht erzählt, Flauschi, ist unter dem Flughafen, unter der Landebahn. Wir gehen jetzt unter die Landebahn drunter. Gerade da hinten. Wie unter die Landebahn? Sie ist da hinten gerade. Ich werde jetzt einfach wegfahren. Das ist jetzt der Prank. Oh, sie kommt. Ich sage euch ehrlich, Candy ist ein richtiger Prank-Pro geworden, ne? Hey, Candy! Man hat eh nichts gesehen. Naja, gut. Oha, Candy, guck mal, wie es hier aussieht. Ja, krass. Zeig mal den Ausblick. Candy wohnt einfach auf Madeira, wie krass. Ja, ja. Von hier wohnst du einfach. Hey, hier ist meine Straße. Liegt das doch nicht? So, Candy. Was ist, Flauschi? Jetzt, wo ich schon hier bin. Aua, Warum so doll, hä? Hab ich den Zuschauer versprochen? Wenn ich da bin, boxe ich dich. Ah, ja, okay. Sehr gut, okay. Machst du das. Warte, ich habe aber auch gesagt, ich übe den Kampf gegen iCrimex mit dir. Nee, danke. Sei doch nur ein bisschen flexen, Mann. Ob das so leer wird, ob ihr Weasley finden kann, brauch ich zwei. Du musst da lauter drehen können. Wir fahren jetzt hier runter. Wer ist er denn? Was ist das denn? So ein Megafon-Auto. Wie krass. Abonniert können. Wir haben da so. Da sieht man die Flugzeuglandebahn richtig krass da, oder? Wir fahren jetzt unter die Landebahn, da drunter. Das sind 100 Meter hohe so Stelzen. Oha, alles da bin ich gleich echt gespannt. Da bin ich auch mal gespannt jetzt. Das will ich sehen. Krass aussehen. Wie? Nee. Bieten Sie sich auch? Das hast du doch gerade gesagt. Ich glaube nicht. Ja? Man muss das Video mal analysieren. Vielleicht in irgendeiner Spiegelung von einem Auto oder sowas sieht man die. Muss man eigentlich mal Film gucken. Film aus dem Fenster raus, Flauschi! So, Leute, wir sind gleich da. Wir sehen jetzt hier. Flauschi, warte mal, bist du was machst du da? Wie? Dein Finger ist. Jetzt! Ich hatte noch nie so eine Kamera in der Hand, Candy. Navi sagt andere Richtung. Ja, ja, das Navi lügt. Okay. Flauschi, das ist jetzt hier der geheime Eingang. Sieht nicht so legal aus. Doch, keine Angst. Wir fahren, das ist jetzt die Flugbahn. Da landen über die uns Flugzeuge. Ist die Landebahn. Ja, da landen die Flugzeuge. Und wir. Junge, das ist aber eigentlich echt krass von Madeira gebaut, dass die haben die gesamte Start- und Landebahn einfach auf Stelzen gebaut. Also ist eigentlich schon krass so von der Insel Madeira, ne? Überlegt euch mal, wie viel Beton und Aufwand das war. Wir fahren jetzt hier einfach drunter. Krass. Ja, und um die Kurve. Wie haben Leute das gebaut bekommen? Das ist echt krass. Oha, wie krass.
Man sieht da, glaube ich, die Kartbahn von hier oben. Ich werde dir mal zeigen. Ja. Jo. Alter. Ich hab gerade noch was reingekackt. Okay, Leute. Vom Vogel hier angekackt. Ist schon die Kartbahn. Blauschi wurde einfach vom Vogel angekackt im Vlog. Ja, ich freue mich total. Okay, ich bin gespannt. Hier werden wir gleich fahren. Ich hoffe, das ist auf. Was ist, wenn es geschlossen ist, Blauschi? Dann fahren wir nach Hause. Der ganze Vlog ist eigentlich drauf aufgebaut. Nein, es wird gehen. Da hinten leuchtet auch was. Aber hier fährt halt keiner. Wir haben die ganze Bahn für uns. Let's go. So sieht's hier aus. Alter, wir sind einfach unter der Start- und Landebahn. Sieht schon cool aus. Boah, guck mal, da ist einfach so ein Formel-1-Auto. Darf ich das gleich fahren? Okay, Leute, eigentlich ist die Bahn geschlossen, wurde uns gerade erzählt. Aber wir klären das gerade, ob wir vielleicht doch noch fahren dürfen. Das ist die YouTuber-Power. Wir haben gesagt, wir machen ein Video. Oh yes, let's go. So, Leute, also bisher muss ich ehrlich sagen. Candy da so auf Madeira. I have 200,000 Subscribers. I make a video. Please let me write a card. Dank, Flauschi ist im Real Life echt korrekt so eigentlich. Ist genauso wie in den Videos. Flauschi hört sich voll kindlich an. Ob so soll das ja auch sein. Er muss Unge anrufen, stimmt. Unge ist ja der König von Madeira. Wenn Unge sagt, mach Kartbahn auf, dann muss der aufmachen. Unge kann ja auch Madeira-Verbot aussprechen. Okay, ich kann nicht so viel filmen, weil man nicht sieht. Man sieht gar nichts. Da vorne ist einfach Flauschi. Oh mein Gott, Leak. Leak, Leute. Flauschi hat keine pinken Haare. Sie hat blonde Haare. Habt ihr das gesehen? Leak, Leute. Wir leaken jetzt nur noch Sachen. Wir achten jetzt auf jedes Detail. Flauschi hat pinke Haare. Man hat Flauschi im Spiegel gesehen. In welchem Spiegel? Oh Mann, Leute. Candy hat gewonnen. Guck mal, wie er da steht. Er denkt, er wäre der Boss. Oh Mann, ey. Und ich bin letzter geworden. Okay, Flauschi, Candy, das war's. So gut, das hat so Spaß gemacht. Junge, was war das denn? Junge. Also wir sind jetzt hier unter dem Flughafen immer noch. Und da gibt es noch ein oder andere, die Flauschi ein oder andere nice drauf. Attraktion. Gaten kann man hier, wir können uns das mal angucken. So, Flauschi, du gehst da lang und ich werde von hier filmen. Denn sie hat jetzt vor, hier einen krassen Trick zu machen. Flauschi, vorsichtig. Vorsicht. Oh mein Gott. Wir sind gerade unterwegs. Stellt eure Fragen hier auf Instagram. Ich werde sie beantworten. Noch im Video. Let's go. Ihr habt es gesehen. Ich werde jetzt Fragen beantworten mit Flauschi. Flauschi. Mack, mack, mack. So, Flauschi, wir sind jetzt hier am Wasser gelegen. Aber wir sind auch an einer Kletterwand. Und hier wirst du jetzt hochklettern. Nein, bis machst du das? Du wirst jetzt einmal hochklettern. Und ich bin sehr gespannt. Ich warte oben auf dich. Das aber sind entspannte ist schon unterhaltsam. Ist cool. Die machen Meter. Das gut. Und hier das gut wird Flauschi jetzt hochklettern. Weil Flauschi nicht klettern will, muss ich das jetzt machen. Jetzt muss ich hier klettern. So, ja, dann kletter auch endlich mal und hampel da nicht so rum. So, ich bin oben. Ja, ich bin oben. Ich kann alles sehen. Dann komm mal wieder runter, ey. Ja. Okay, Leute, wir sind hier wieder jetzt. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Am Wasser. Man kann... Ich finde das Video komisch irgendwie. Ich finde es sympathisch. Oh! Achso. Okay. Candy hat sich fast Flauschi gerade geklärt. Habt ihr das gesehen? Unangenehm. Okay, nach 5 Minuten schauen wir uns jetzt hier mal die Fragen an. Und zwar fragt jemand Messi oder Ronaldo. Andy. Candy, wenn du das hier siehst. Andy schreibt, Candy sieht ein bisschen fett aus. Davon distanzieren wir uns doch hier mal komplett, Leute. Ronaldo? Okay, okay. Wo seid ihr? Wir sind draußen auf Madeira. Man sieht's nicht, okay. Was habt ihr vor zu machen? Das ist eine gute Frage, Flauschi. Erzähl mal, was haben wir vor? Was haben wir vor? Ich weiß gar nicht genau. Warum bist du überhaupt hier? Kannst du mal nach, Vlogs machen. Kannst du nach Hause fliegen? Ja, was machen wir jetzt hier? Und zwar schreibt hier jemand, kauf Flauschi ein Auto in Pink. Flauschi YouTube hat das geschrieben. Das war ja ich. Mich aber persönlich frage, kauf Flauschi was hast du eigentlich für ein Klunker hier am Arm, Eisberg? Hast du auch eine Rublex? Was?
Noch Flauschi, jetzt kann ich sagen, ich habe noch eine Überraschung für dich. Es ist an der Zeit für noch eine Überraschung. Bist du bereit? Ich bin bereit, Candy. Okay, dann komm mit hier vorne. Unter diesen Zelten wartet die Überraschung. Was? Noch eine Überraschung? Eis ist auch mit dabei, aber du bekommst deine eigene Geburtstagsparty. Was? Aber ich hab doch erst am Mittwoch Geburtstag. Oh, schnell weg, Copyright-Musik. Okay, Flauschi, ich sag dir aber ehrlich, bisher der Tag mit dir ist sehr, sehr schön. Ich genieße die Zeit und ich freue mich. Okay, Flauschi fährt mein Auto und bitte fahr vorsichtig. Oh, das Gott. Ist ein Benz, checkst du das? Flauschi am Steuer, das und ich dachte eigentlich, dass diese Chips hier, dass da so eine Luftschlange rauskommt, aber das sind einfach Chips, die man nicht öffnen kann. Das ist der Prank dahinter. Wir fahren jetzt nach Hause cool. Und dann gibt es die Roomtour und dann wollen wir cool noch essen. Wo wohnst du eigentlich? Hier rechts lang. Wir sind jetzt auf der Hä? Wo wohnt Candy? Die waren doch gerade schon unter der Brücke. Verstehe die Frage nicht. Autobahn und ich habe offiziell Angst, weil Flauschi fährt. Oh Mann, ey Junge. Wow. Sie kamen dann zu mir, ich war allein zu Hause und da ist es schon passiert. Leute, dritter Teil, vielleicht kommt er irgendwann. Oh, ist nicht fokussiert. Metal Light Guard. Crimex, Stani, verbreitet Angst und Schrecken. Flauschi? Ja? Ich hab schon Abschlepper gerufen, weil du ja fährst. Der ist... Jo, Flauschi. Deine Hand ist direkt vor meinem Gesicht. Oh, der Ausblick. Bis in die Nacht nur Minecraft. Ja, Leute, jetzt ist es passiert. Die fahren einfach rum und pumpen die ganze Zeit Candys Musik. Ich habe mich schon gewundert, was da so geknallt hat gerade. Warte, das ist nicht dein Ernst. Also, Bro, da muss ich los. Also, sieht man das? Junge, hier ist richtig abgeratscht alles. Das war's komplett. Ich habe mich schon gewundert, sie ist hier gerade so übel schräg gefahren, einfach hier gegen. Aber ist an der Wand alles okay? Hier ist so übel so weiß, das ist hier so... Sieht man das? Bro, das kann man sich nicht ausdenken. Während wir zur Aussichtsplattform gehen, habe ich eine Frage bekommen. Und zwar steht hier, geht mal zusammen auf ein Date im Restaurant. Ja? Nee, danke. Okay, ich sehe es nicht auf dem Bildschirm. Oh, Junge. Oha. Sieht schon krass aus da. Muss man echt sagen. Junge. Auf Materia. Krass, oder? Hör auf, dahin zu zeigen. Alter, Leute, schaut euch diesen aus... Schaut euch diesen Ausblick an, Leute. Oh. Yeah. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Danke nochmal, dass du mein Auto geschrottet hast. Und wir gehen nachher essen. Ah! Sei ehrlich, du hast hier erschrocken. Ja. Okay, Leute, wir sind in ihrem Gaming-Zimmer. kann man das so zeigen? Also, sie hat sich hier echt gut eingerichtet. Ich habe immer ein zweites Setup. Nö, ich werde ihn zensieren. Okay, jetzt gehen wir essen, Flauschi. Ja. Was aber keiner weiß, ist, dass ich noch ein Geschenk für Flauschi habe. Und zwar ein aufblasbares Dino-Kostüm. Oh Mann, die wird sich so... Flauschi? Ja? Komm mal, ich habe ein Geschenk für dich. Ich weiß nicht, was du so hochkommst. Und zwar hier fliegt es, hier vorne. Ja, ich hätte schon mal Bock, auch Candy zu Das ist ein aufblasbares Dino-Kostüm. Irgendwann komme ich dir mal besuchen. Muss ich damit ins Essen gehen? Und... Warte, das jetzt. Junge, wie sieht das denn aus? Oh mein Gott. Okay, Leute, ich glaube, wir haben was zu essen gefunden. Es ist so voll hier, wirklich. Flauschi, das reicht, wenn du Daumen hoch oder Daumen runter machst. Ich habe mich entschieden, ich nehme eine Salami-Pizza. Was nimmst du? Sagst du ins... Sushi, aber ich weiß noch nicht genau, was... Also Leute, ich habe jetzt hier so heißes Sushi und da so kaltes Sushi. Und ich habe eine Salami-Pizza, die eklig aussieht. So Leute, wir sind... Also Leute, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein Restaurant, in dem es Pizza und Sushi gibt, würde jetzt einfach mal so weit mich aus dem Fenster lehnen, dass... Weder Sushi noch Pizza besonders geil ist in diesem Restaurant. Ich kenne das Restaurant nicht, aber es ist nie gut, wenn ein Restaurant so unterschiedliche Sachen anbietet. Entweder ist es ein guter Japaner, Sushi, oder ein guter Italiener für Pizza, aber ich glaube, das ist kein Qualitätsmerkmal für ein Restaurant, wenn Sushi und Pizza gibt. Wir sind jetzt hier noch am Essen. Ich bin fertig. Candy ist da drüben noch. Aber ich habe jetzt gedacht, ich prank ihn mal kurz. Deswegen nehme ich mir jetzt hier... Ja, beide sind einfach Prank-Bros geworden. Und ich habe hier nämlich noch richtig viel Wasabi übrig. Dann frage ich Candy mal, ob er ein bisschen was von meiner Gurke probieren will. Probier das Ganze jetzt so. Er hat durchgezogen.
Und ist es scharf? Leute, ich schaff keinen Bissen mehr. Aber ich will dir was sagen, Flauschi. Mir hat der Abend sehr geil. Gut mit dir gefallen, Flauschi. Ich würde sagen, Leute, lasst Like und Abo da und damit verabschiede ich mich. Geil, schön. Also echt cooler Vlog. Macht das gerne öfter, die zwei. Geht auf ein Date nächstes Mal. Warte mal. Live-Chat. Wir müssen jetzt was Cooles überlegen. Und Candy, ich gebe dir das als Aufgabe mit meinem Chat. Wir werden dir jetzt was sagen, was du die Tage mal mit Flauschi filmen sollst. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, was soll Candy mit Flauschi machen? Schreibt mal in den Chat. Wir brauchen eine gute Idee. Sollen die auf ein Date gehen? Was sollen die machen? Ne, Kino, was willst du im Kino? Da kannst du auch kein Video machen. Da sitzt man ja nur da und hört, guckt den Film. Hotel testen? Wäre eigentlich auch lustig. Gesicht zeigen. Einfach mal Gesicht zeigen. Boot fahren? Yachtday? Auf ein Boot gehen. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Okay, Candy. Candy, gut, dein Auto willst du ja auch noch zeigen, was du dir gekauft hast, aber noch als Idee. Geht auf ein Boot. Macht ein romantisches Date auf einem Boot. Mietet euch irgendwie so eine Yacht, Boot, whatever. Das ist hier die Aufgabe von der iCrimex Community. Und dann reagieren wir drauf, wenn das Video rauskommt. Ja, so machen wir es.